Ein Sixpack zu erreichen und zu halten ist nicht einfach. Ich zeige dir hier die 10 besten Sixpack-Tipps. Schauen wir uns das mal an. Grüezi miteinander, Gregory Jumaili von Lebensstark hier. Ich glaube, dass gesund abnehmen, ein gutes Selbstwertgefühl und ein ästhetischer Körper auf natürliche Art und Weise möglich ist. Und auf diesem Channel möchte ich dir mit fundiertem Wissen über Krafttraining und Ernährung helfen, diese Ziele zu erreichen. Wenn du das erste Mal einschaltest, zieh es in Betracht, unseren Channel zu abonnieren. Tipp Nummer 1, bei fast jeder Mahlzeit des Tages solltest du einen sehr hohen Anteil an Proteinen und Gemüse zu dir nehmen. Protein ist sowieso wichtig, da es allgemein am Muskelaufbau beteiligt ist. Das Gemüse liefert nicht viele Kalorien, was von Vorteil ist, wenn man ein Sixpack erreichen möchte. Aber gleichzeitig hast du mit dem Gemüse einen sehr hohen Nährstoffanteil, der unbedingt notwendig ist, damit dein System reibungslos funktioniert. Tipp Nummer 2, bei deinen Hauptmahlzeiten solltest du dir gesunde Fette hinzuführen. Damit dein System reibungslos läuft und du gut shredden kannst, benötigst du viele Mikronährstoffe und Vitamine. Und gewisse Vitamine werden nur mit Fetten transportiert. Das ist mal der eine Grund, wieso du Fette oder besonders die gesunden Fette in deiner Nahrung integrieren musst. Der zweite Grund, wieso du gesunde Fette zu dir nehmen musst, ist, der Körper benötigt exogen zugeführtes, also von außen zugeführtes Nahrungsfett, damit er das eigene Fett wirklich verbrennen und hergeben kann. Tipp Nummer 3, Kohlenhydrate solltest du nur auf die Mahlzeit nach dem Training reduzieren. Oftmals arbeitet man mit den Carbs, um den Kalorienanteil zu verändern bzw. um die Kalorien zu reduzieren. Je nach Körpertyp kann es sogar sein, dass du die Carbs wirklich noch mehr reduzieren musst, wenn du das Fett hier beim Rumpf wirklich wegbringen möchtest. Das hängt ein bisschen vom Körpertyp ab, aber es ist so eine Grundregel, man sagt, hey, am besten reduzierst du deinen Anteil der Kohlenhydrate oder den größten Anteil auf die Mahlzeit nach dem Training. Tipp Nummer 4, Kohlenhydrate würde ich bei allen anderen Mahlzeiten definitiv reduzieren. Und hier kommt wieder der Fakt ins Spiel, dass du mit dem Makronährstoff Kohlenhydrate deinen Kalorienanteil am besten verändern kannst. Grundsätzlich möchtest du nämlich den Proteingehalt hochhalten, damit du so wenig Muskulatur wie möglich verlierst, wenn du am Shredden bist. Und den Nahrungsfettanteil musst du ebenfalls hochhalten, weil du ja dem Körper suggerieren möchtest, hey, das Körperfett kannst du weggeben, wenn du von außen zugeführtes Fett sowieso erhältst. Deshalb bleibt uns hier nur noch der Makronährstoff Kohlenhydrat, den wir weiterhin verändern können. Deshalb Carbs bei anderen Mahlzeiten reduzieren. Tipp Nummer 5, du solltest mindestens 4 bis 5 Mal pro Woche trainieren. Beim Training würde ich sowieso dann darauf achten, dass du ein Training verfolgst, das so viele Kalorien wie möglich verbraucht. Und das kannst du am besten erzielen, indem du Strongman-Übungen einbaust, wie zum Beispiel Schlittenschieben oder die Grundübungen Deadlifts, Benchpress und Squats. Du kannst beispielsweise das Training so aufteilen, dass du 4 Krafteinheiten verfolgst und dann beim 5. Training vielleicht noch eine Low-Intensity, Steady-State, eine List-Cardio-Einheit von 45 Minuten bis zu einer Stunde einbaust. Aber du musst dich auf jeden Fall 4 bis 5 Mal pro Woche intensiv bewegen. Tipp Nummer 6, mindestens 8 Stunden Schlaf pro Tag. Mit diesem Punkt habe ich am meisten zu kämpfen, weil teilweise schaffe ich es einfach nicht auf 8 Stunden Schlaf pro Tag. In der Nacht passieren so viele wichtige Reparaturprozesse, die unbedingt notwendig sind, nicht nur für den Muskelaufbau, sondern auch für das Abnehmen. Und wenn du shredden möchtest und ein Sixpack erreichen willst, dann müssen wir den Körperfettgehalt sehr, sehr tief bringen. Das heißt, wir müssen den Körper ein bisschen austricksen. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese 8 Stunden Schlaf pro Tag einhalten, damit der Körper in der Nacht diese Reparaturprozesse effizient vornehmen kann. Tipp Nummer 7. Trainiere deinen Bauch erst, wenn du einen Teil deiner Abdominals sehen kannst. Ich sehe immer wieder so viele Jungs im Gym, die den Bauch intensiv trainieren, obwohl sie noch einen sehr hohen Körperfettanteil besitzen. Wenn du deinen Rumpf trainieren möchtest, weil du ihn kräftigen möchtest, dann machst du es richtig. Es macht auch Sinn, dass du einen kräftigen Rumpf hast. Aber die meisten Jungs oder die meisten allgemein, die meisten, die ins Fitness gehen, die trainieren ihren Rumpf, weil sie ein Sixpack wollen. Und das macht nicht wirklich Sinn, wenn du noch einen hohen Körperfettanteil hast, weil dann kann es sein, wenn du ein intensives Bauchtraining verfolgst, dass deine Bauchmuskeln hypertrophieren, also dass Muskelaufbau entsteht bei deinen Abs und dann drückt es dein Fett, das du noch beim Bauch hast, nach vorne. Und dann kann es sein, dass das nicht wirklich ästhetisch aussieht und dich dann das noch wirklich stresst. Deshalb macht es Sinn, wenn du Bauchtraining nur für den Look, nur für die Ästhetik verfolgst, dass du das Bauchtraining erst dann machst, wenn du deinen Bauch oder deine Abs bereits sehen kannst. Tipp Nummer 8. Eine negative Kalorienbilanz ist
ein Muss. Du kannst so viel trainieren und so krass auf deine Makronährstoffe achten, wenn du dich nicht in einem Kaloriendefizit befindest. Das bedeutet, wenn du nicht weniger Energie zu dir nimmst, als dass du verbrauchst, dann wird nichts passieren. Du musst weniger Kalorien zuführen, als du verbrauchst, damit der Körper, damit hier diese Diskrepanz entsteht. Okay, du verbrauchst mehr Kalorien, aber gibst deinem Körper ein bisschen weniger. Und dieser Abstand, diese Diskrepanz, das führt dann dazu, dass der Körper dann seine Reserven überhaupt antastet. Deshalb, Punkt Nummer 8, eine negative Kalorienbilanz ist ein Muss. Tipp Nummer 9, soziale Situationen musst du reduzieren. Dieser Tipp ist der Grund, wieso im Titel des Videos Opfer bringen steht. Wenn du einen tiefen Körperfettgehalt möchtest, und das benötigst du, wenn du ein Sixpack möchtest, dann musst du einen hohen Preis bezahlen, auch im sozialen Umfeld. Das bedeutet, du kannst nicht so oft in die Clubs gehen und Alkohol trinken. Alkohol musst du oder solltest du sowieso sehr stark reduzieren. Du kannst nicht oft mit deinen Freunden abhängen und irgendwelchen Quatsch essen. Du kannst nicht Geburtstage, Familie, Feste, überall dort beiwohnen und dann alles reinballern, was auf dem Tisch steht. Ich möchte damit nicht sagen, dass diese sozialen Interaktionen mit Familien und Freunden und Clubs und Shisha-Rauchen etc., dass das alles schlecht ist und du das wegschmeißen musst. Aber du musst einen gewissen Preis bezahlen dafür, weil wenn du dich kalorienreduziert ernährst, dann musst du darauf achten, was du auswärts isst, wie viel Alkohol du trinkst und so weiter. Wenn du keine Steroide konsumierst und du das auf dem naturalen, natürlichen Weg erreichen möchtest, dann ist der Preis, den du bezahlen musst, nun einmal viel, viel höher. Tipp Nummer 10, deine tägliche Bewegung, und damit ist nicht das Training gemeint, musst du auf das Maximum erhöhen. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du die Chance hast, die Treppen zu nehmen, dann nimmst du dir auch, wenn du zwei ganz schwere Einkaufstaschen hochtragen musst. Du parkierst dein Auto weiter weg von der Arbeitsstelle, damit du noch ein paar Meter zusätzlich laufen musst. Du machst viele ausgedehnte Spaziergänge. Du wäschst dein Auto von Hand, damit du noch mehr Bewegung hast. Weil noch mehr Bewegung im Alltag bedeutet, dass wir noch mehr Kalorien verbrauchen. Und genau das ist das Ziel, wenn du ein Sixpack erreichen möchtest. Und als Bonustipp kannst du noch Calorie- oder Carb-Cycling nutzen, damit du weiterhin deinen Körperfettgehalt reduzieren kannst. Irgendwann bist du nämlich an der Grenze angelangt mit der Kalorienreduktion. Dann kannst du nicht noch weiter nach unten gehen, weil sonst kann es sein, dass dein Körper in den sogenannten Hungersnot fällt. Dann kannst du mit einem Calorie Cycling, also vielleicht an ein paar Tagen isst du ein bisschen mehr Kalorien, an anderen Tagen ein bisschen weniger. Das gleiche auch mit Carb Cycling. An manchen Tagen isst du ein bisschen mehr Carbs, an anderen Tagen ein bisschen weniger. Kannst du noch weiter die Möglichkeiten ausschöpfen, um dein Sixpack zu erreichen und zu halten. Danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick auf den Like-Button, abonniere unseren YouTube-Channel und vergiss das Glocken-Icon nicht, damit du über jedes neue Video informiert wirst. Wenn du mehr über Fitness- und Krafttraining erfahren möchtest, dann klick die Playlist hier. Mehr Videos von Lebe Stark findest du hier. Bis zum nächsten Mal. Peace out.